Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Digger. Das ist der Hannes und die Shania. Die ist nicht mehr da, die hat's nicht überlebt. Das letzte Beer-Tasting ist ein bisschen über die Stränge geschlagen, sagen wir mal. Der Scheinux hat uns ja hier 19 Bier, polnische Biere mitgebracht und gesagt, die sollen wir mal testen. Und wenn man das natürlich, stellt euch vor, die goldene Meile, das sind 12 Bier, aber ihr lauft vielleicht 10 Stunden, seid unterwegs, seid immer in der Spur, macht alles, dann ist das kein Thema. Wenn ihr natürlich nur 19 Bier innerhalb von einer Stunde trinkt, ist das was ganz anderes. Shania ist irgendwie so aufgestanden und dann ging's und dann war die gleich wieder weg. Hat noch ein Frogsplash auf mich drauf gemacht. Dann kam die Polizei noch nach Hause, hat auch gesagt, hier kann man da Tickets kaufen für die Veranstaltung, wir wollen auch Frogsplash miterleben. Das war richtig krass. Dabei habe ich auch bemerkt, dass meine Klingel zu Hause nicht mehr geht. Wahrscheinlich hat die Shania da auch Frogsplash dran gemacht. Aber die ist natürlich trotzdem hier, die ist heute hinter der Kamera. So. Moin. Hallo Günther, lebst du noch? Ja, so halbwegs. Genau, dafür haben wir ihr 10 Euro gegeben, dass sie sagt, dass alles gut ist. Genau. Ne? So, sonst muss sie heute wieder unter der Brücke schlafen. Nein, aber eigentlich bin ich komplett im Arsch. Soll ich mir das jetzt anmerken lassen oder nicht? Wir versuchen so die Grenze irgendwas zu machen, genau. Ich habe hier so einen gelben Zettel. Das ist aus dem Paket von Flexmann. Hier steht, hallo Ramon. Habe mich mal bei uns über die Grenze begeben und eine Auswahl an Bieren aus NL für dich besorgt. Was ist NL? Niederlande. Genau, Holland, ne? Einfach NL wird H, versteht ihr? Es sind zwar nur kleine Flaschen, aber dafür haben sie ordentlich voll. Zum Testen oder Trinken bei Chill mit Ramses. Gruß, Flexmann. Haben wir gedacht, heute ist ein ruhiger Tag. Hannes hat gesagt, er ist total gehypt. Er hätte mega Bock, das noch zu machen. Ich hätte heute gar nichts gemacht, aber den Gästen zuliebe machen wir das trotzdem. Weil es nur 6 Stück sind, darf Jenna auch gar nicht mitmachen, selbst wenn sie wollte. Sonst haben wir ja nichts davon. Eben, zauber ich euch noch alle 6. Und um diese 6 Sorten geht es jetzt. Diese 3 Flaschen stehen hier. Dann kommt hier die Kamera und dann habt ihr hier nochmal diese 3. Wir werden das natürlich jetzt auch vorlesen, was das ist, wie viel das hat, wie das schmeckt. Jetzt muss ich bei euch sind hier das Ding zum Öffnen, genau das Feuerzeug. Wir fangen nämlich jetzt an mit diesem Grolsch sind 1615 Kristall Hedere Zomberbock. Ne? Das fand ich sehr speziell. Sieht eigentlich aus eher wie so eine Fita-Malz-Limo oder irgendwas. Wie findet ihr das Design? Gefällt dir das, Hannes, Shania? Habt ihr Bock? Würdet ihr das mitnehmen? Sieht für mich nicht aus wie Bier. Genau, sieht für mich aus wie, naja, Hafermilch. Da seht ihr die Nature Boys hier, die freuen sich total. Ich bin angewidert, wenn ich da Zomberbock lese. Das ganze Ding ist das Schwächste, hat aber jetzt schon 6,4. Machen das mal auf. Schenken mal dem Ramses ein in die Biergläser vom Homer, damit ihr gleich sehen könnt, auch wie die Farbe aussieht. So, und jetzt sehe ich, dass ich gar nichts mehr für mich übrig habe, weil das sind ja kleine Flaschen, verstehen Sie? Das heißt, wenn der Hannes beim ersten mehr hat, hat der Ramses beim zweiten weniger und dann ist es auch wieder, gleicht sich wieder aus, weil er jetzt zweimal so hat. Guckt euch mal dieses schöne Bild an. Das ist Homer, das ist dein Bier, das ist mein Bier, das ist nur noch die Hälfte. Das ist für mich eine Premiere, das erste Mal trinke ich niederländisches Bier. Ich denke, holländisches. Das ist der Gag. Da blickt doch keiner durch. Das ist Premiere für mich. Ja, wir müssen uns trotzdem nämlich ranhalten, weil ja trotzdem die Raid Mania dann gleich noch ist. Und deswegen gibt es halt nur ein kleines Tasting. Aber wurde geschickt, muss man natürlich machen. Farbe finde ich auf jeden Fall cool. Das ist schön klar. Das prickelt ein bisschen, ist kräftig. Sieht ganz gut aus. Von der Farbe her sieht es echt gut aus. Wow. Ja. Das schmeckt wie Doppelbock. Wo? Wie ein Doppelbock. Tja, ich habe keine Ahnung, wie Doppelbock schmeckt. Aber es kräftig, derb und Malz, sehr viel Malzgeschmack ist mit dabei. Aber es hat was.
Ich habe die Kombination aus Schnupfen und Husten. Das heißt, ich habe eigentlich so gut wie keinen Geschmack. Auch vielleicht ist es auch Cojones. Komm mal her. Genau, jetzt mal. Damit du auch noch was davon hast. Immer. Aber ja, ich habe gemerkt, das liegt schwer auf der Zunge. Also wenn du sagst, dass das kräftig ist, das ja, wird schon ist kräftig. Da wird schon irgendwas dran sein, dass das auf der Zunge liegt. Als nächstes haben wir Kandidato Nummer 2, Marke Emmericher, Portugal Bier Double. Das Etikett fand ich, glaube ich, richtig genial. Das hat auch schon 8%, ist eine kleine bauchige Flasche. Ihr seht hier den Flexmann auf dem Feld, wie er die Felder bestellt. Ne? Guckt hier hinten. Da erscheint gerade das nächste Raid-Eye, der nächste Raid-Boss. Geht dann auf, er steht schon da mit 10 Accounts. Gleich melden wegen Multi-Accounting. Das finde ich viel besser als das erste. Das ist zwar viel ländlicher, aber dort war mit zu viel Weizen und Zeugs drauf. Das würde mich ansprechen. Was sagt ihr? Ja, nichts. Doch, nee. Soll ich dir nochmal zeigen, hat, oder was? Es hat wirklich was von so etwas Altem irgendwo. Ja. Wenn der, die Schrift, ist, der Schrift ist kein kleiner Junge, ist ein älterer Herr, ne? Ja, also, aber so der Schriftzug ist cool. Ja, stimmt. Schön altdeutsche Schrift. Am besten gefällt mir die Schnude von dem Herrn, ja? Ja, die Schnude ist sowieso, der denkt sich. Guck dir die Schnude an. Boah, Schnude ist Beste. Das heißt, ich schenke mir jetzt zuerst ein. Oh. Das hat eine richtig starke Farbe. Das ist wieder Cola. Cola-Weizen. Jetzt müssen wir wieder gucken. Nicht, dass einer mehr hat wie der andere, Hannes. Das geht nämlich nicht. Deswegen schenken wir es nochmal so und so ein. Also eigentlich muss man es ja hier hinstellen zum Einschenken, damit man das auch sieht, dass da alles schön aufgeteilt wird. So, dass du noch schön viel Schaum bekommst. Und schon ist es perfekt. Ja, wunderbar. Bottekerl Bier. Du hast ein bisschen mehr. Doppel. Ich muss erst mal ein bisschen nach oben steigen, aber. Bottekerl Doppel. Sieht aus wie Guinness. Ist Guinness nicht auch dunkel? Ja. Und du magst doch Guinness, oder? Ich liebe Guinness. Dann denkst du jetzt, das ist ein Guinness? Da kannst du überhaupt gar nicht durchgucken. Das ist wirklich wie eine schwarze Wand vor Augen. Richtig. Also wir sind gespannt. So, der Schaum nervt mich, deswegen tue ich den Schaum am Ende immer raus. Das bisschen herb, ne, bitter. Ja, merken tut es auf jeden Fall, dass es ja, schon einpfeift. Also hier auch ohne Geschmack schmecke ich jetzt, dass das halt richtig mir sich das Gesicht zusammenzieht. Das ist immer eine gute, das beste Zeichen, was du beim Bier haben kannst. Guter Hopfen verarbeitet wurde in dem Bier. Nicht so schlimm wie IPA, aber fängt schon an in die Richtung zu gehen. Aber ich muss sagen, das holländische Bier schmeckt eigentlich. Ich könnte ich mir öfters geben. Da bist du jetzt schon überzeugt von 2 Flaschen. Gut, dann brauchen wir den Rest gar nicht mehr machen. Hannes ist jetzt schon Fan. Ja, holländisches Bier, muss ich sagen, ja, hat was. Ich sehe schon, wir wechseln uns ab. Nach diesem komischen biologischen Bauernetikett kam ja das fresche Etikett mit weniger ist mehr, aber Flexmann drauf. Und jetzt kommen wir komplett in den Bioladen rein und sagen, haben Sie noch grüne Gurken da? Und ich denke mir, was soll das? Da steht erstmal GB auf dem Deckel. Dann steht biologisch Produkt Fun Head Jahr 2021. Boerenkollab. Also wenn du nach einer Packung Beeren kollabierst, kommt Gulpenaar Boerenkollab raus. Mit 8,5%. Bio-Siegel, allem drum, bitter 2 von 3. Zur 2 von 3, Karamell 2 von 3, Zuet 2 von 3, Fruitig 3 von 3 und Krüitig 2 von 3. Ist also, ich wusste gar nicht, dass Gurke eine Frucht ist, aber hier steht Sterk Rogge Triple, Fruitig Licht Pikant, Bier Fan Lokale Oran Regranchen Dingsbums Bouvier. Alles klar, ich verstehe alles. Es verspricht eine fruchtige Note. Meinst du, das ist süß? Hat 8,5. Müsste ja eigentlich auch herb sein, aber. Bio-Bier? Also. Klingt interessant, Bio-Bier. Je mehr Gurkenwasser die da reinmachen, desto süßer wird's. Naja. Aber Gurken sind doch gar nicht süß. Da hast du recht, Klausi, da hast du recht. Schön ist hier diese goldene Schrift, aber das war's auch schon. Die hätten sie hier dran machen können, dann wäre das noch perfekter. Immer noch mein Lieblingsetikett. So, du bist der Hannes. Ja.
Immer noch. Und du nett, deswegen kriegst du jetzt auch was. So, weil du immer den Hals nicht voll kriegst, müssen wir da nochmal was reinmachen, um dann den Rest nochmal hier rein zu tunken. So. Ja, Bier Nummer 3. Heißt das jetzt, es ist um 5 oder wie viel hat das jetzt geklingelt? Ich habe gar nicht drauf geachtet. 8,5. Mir ging es um die Zeit, die Uhrzeit von der Kirchenglocke, die geklingelt hat. Immer noch. Es ist 8.50 Uhr, gut, da wisst ihr Bescheid. Genau, 8.50 Uhr. So, ist nicht so dunkel, ist trotzdem total trüb. Kannst du auch nicht wirklich durchgucken. Ist ja aus wie ein Weizen oder nicht? Ist es nicht dann Weizen, wenn das so ist? Ja. Dunkles Weizen. Es ist ja auch ein Bio-Bier. Also. Dunkles, trübes Weizen wäre das. Naja, dann Prost. Ja, Prost. Schießt was rein. Gucken wir mal, wie es der Jänner schmeckt. So. Ja. Also mir. Ist nicht so schwer wie das davor. Nee. Ist nicht so sehr IPA-mäßig. Lässt sich besser trinken. Und wie hat es dir geschmeckt, Jenna? Sehr gut. Sehr wunderbar. Jenna ist total sprachlos. Ja. Hannes weiß auch schon nicht mehr. Gibt das Mikro ab auf jeden Fall. Ich muss sagen, das war jetzt nicht so meins. Also das ist Bio, das muss ich nicht unbedingt haben. Die anderen zwei kann man trinken. Für mich war es das Beste geschmacklich. Denn beim ersten hatte ich gar keinen Geschmack, beim zweiten hatte ich zu viel Geschmack. Und hier habe ich ein bisschen Geschmack gehabt. Jawohl. Deswegen ist das beste Bio-Bier der Welt, was ich je in Holland getrunken habe. Aus, nicht in. Du willst bestimmt, dass wir weitermachen, weil du dir sagst, du möchtest jetzt so eine Flasche Ketchup haben von Maggi. Was ist? Das ist das, was mich eigentlich jetzt die ganze Zeit schon interessiert hat, wie der schmeckt. Texels! Sieht aus wie eine Flasche Maggi, ne? Hier, guck. Texels Maggi. Spezialbier. Triple krachtig blond Bär. Ne? Hier ist auch ein Leuchtturm drauf und eine Krähe vor dem Leuchtturm. So ist das Batman-Symbol entstanden, weil die Krähe einfach vor dem Leuchtturm rumgeflogen ist. Hat auch 8,5. Was hinten drauf steht, können wir eh nicht lesen. Da halten wir uns 10 Jahre dran auf. Deswegen würde ich sagen, machen wir es mal auf. Finde ich von der zweiten Hälfte bisher das beste Etikett. Ja. Sehr ansprechend. Und rot aber und gelb. Aber ich habe das Gefühl, dass das Triple irgendwie so in diese, dass das Starkbier sein könnte. Er hat aber 8,5 genau wie der Rest. Ja, aber, das heißt, aber Triple heißt Triple. Ja. Ich schätze es, ich weiß es ja nicht, aber... Da ist ja die Frage, wo fängt ein Starkbier an, wo hört ein Schwachbier auf? Also das weiß ich jetzt nicht. Ich bin bei 12% ist ein Starkbier auch ein Starkbier. Ich bin ja kein Biersommelier, aber ihr sagt ja schon bei 6,5. Ach so, nee, das ist ja dann nur Bock. Und Bock ist nicht stark, das habe ich jetzt wieder verwechselt. Dann gibt es Doppelbock und dann gibt es noch einen Dreifachbock, glaube ich sogar noch. Ja, da habe ich im Sportunterricht, da bin ich einmal richtig hingekracht beim Doppelbock. Da habe ich mir die Hand umgedreht. Das war richtig genial. Ja, und dann kam Kasten. Den Kasten haben wir heute auch, der hat dann aber 10%. Ich habe den Kasten meistens immer umgelaufen. Ja, das ich bin nicht drüber gekommen. Das ist die Wrestling-Absperrung. Genau. Da machen wir jetzt Irish Whip da dagegen. So, ist schon wieder trüb, ist schon wieder ein Weizen. Guck, fertig. Ach, ich teile immer den Homer nicht hin. Ich mach den Homer. Riecht nach nix. Ja, warte mal, jetzt fällt mir ein, auf dem davor stand noch fruchtig. Und Hannes sagt, es war das Schlechteste. Ja. Also fruchtig war das nicht. Aber egal, wir sind jetzt bei Maggi Triple von Texels. Prost. Prost. Genau, Prost, Prost, Hannes. So, hier ein bisschen. Ja, doch, das ist mir... Das ist nicht so herb wie das da hier, aber das ist mir lieber als das da. Okay. Das ist nicht so herb wie... Und da verziehe ich auch mein Gesicht nicht so. Ich auch nicht. Da habe ich jetzt... Das ist... Da fehlt, ein Schuss Maggi, ne? Damit da noch das gewisse Extra reinkommt. Ja, ein bisschen Fischsoße noch, oder? Und Fischsoße. Also jetzt mal Butter bei den Fische mit der Fischsoße, super Etikett, geschmacklich, für mich jetzt nicht so. Da fand ich sogar dieses grüne, nicht fruchtige, aber fruchtig ausgepriesene grüne Dings irgendwie besser. Irgendwie ist schon wieder die Zunge so, ne? Und das ist schlimm, wenn du das dann so auf der Zunge so sehr merkst.
Felix Hand Jens Bierbier. Bierbier. Ja, Bierbier. Bierbier. Christopher. Ja. Christopher. Genau. Kauft doch die neue Christopher. Genau. Richtig. Das war auch vorhin bei Suat. Ne? Kennt ihr, gut. Dann nochmal als nächstes. Falls ihr mal wieder mit der Tür ins Haus fallt, kauft euch Doors. Ne? Doors Special Bier Doors Triple ist auch ein Triple. Wann kommt Triple H? Wir haben jetzt Triple D. Aber ich finde das Etikett cool. Kruidigen voll. Ich mag das Etikett. Das hat auch 8,5. Da ist so ein Mönchspriester Geselle drauf. Ja, das ist auch wieder simpel gehalten. Das ist Heinz Ketchup jetzt hier. Mhm, ne? Richtig, aber Dorst Triple 8,5. Buja. Wie findest du das Etikett? Buja, habe ich schon gesagt. Buja, okay. Nein, gefällt mir gut, gefällt mir gut. Es ist, müsste ich sogar sagen, mir gefällt Heinz besser als Maggi. Richtig. Weil das sieht halt wirklich, das sieht eher nach Bier aus als das. Aber beides sieht aus, als wäre es irgendwas, was kein Bier ist, aber das immer noch mehr wie Bier als das erste. Meistens ist doch so, wenn das Etikett gut ist, dann ist das Bier scheiße. Und wenn das so war es immer beim Adventskalender. Ja, dann ist das Bier gut. Deswegen habe ich dann, nächstes Jahr tue ich erstmal alle Etiketten abwaschen, auflösen und dann habe ich lauter graue Flaschen dort stehen, braune, wo ich nicht weiß, wie es aussieht und muss erstmal schmecken. Dann kaufe ich mir den Kalender nochmal schnell daneben und prüfe danach das Etikett. Das ist ja auch eine gute Idee, ja. Sonst weiß ich ja nicht mehr, wo was hingehört. Da mache ich mit. Hannes, langsam kommt mir der Verdacht. Er hat uns einfach 6-mal das gleiche Bier geschickt. Das ist schon wieder trüb. Du kannst nicht wirklich durchgucken. Sieht schon wieder aus wie Weizen. Macht immer den gleichen Eindruck. Ja? Der hat wahrscheinlich die Flaschen zu Hause dann auch irgendwie um. Ja, genau. Ist überall Oettinger drin jetzt. Genau. Oettinger ist kein Weizen, aber es ist gerade alles Oettinger-mäßig. Genau. So in der Natur. Jetzt haben wir irgendwie das Mittelding zwischen dem hier und dem hier. Dame hier. Dame hier, Priest. Ja. Also ist das ein Bio-Ketchup. Aber Dame hier ist doch ein Pokémon wieder. Dame hier Plex. Ja, genau. Wrestler Dame hier Priest und Pokémon Dame hier Plex. Schande für den Namen. Du hast jetzt Dame hier Beer. Ja. Das ist dein neuer Dame Name. Beer, ja, Beer. Schreibt mal Dame hier Beer in die Kommentare, wenn ihr wisst, was Hannes meint. Mit Hashtag. So, was hast du jetzt gesagt, geschmacklich? Das Bier, was wir gerade hatten, ist geschmacklich genau das, der Mittelding von dem hier. Dame hier. Dame hier. Und Dame hier. Hä? Okay. Irgendwo dazwischen ist das Bier, ist das Bier hier. Holst dir also das, sparst dir die zwei anderen, zwei genau. Zum Preis von eins, wunderbar. Richtig. Ich habe gar nichts dazu gesagt und da merke ich auch, brauche ich gar nicht. Es funktioniert auch so, denn wir haben nämlich noch eins vor uns und das ist das letzte. Das ist dieser erlesene Wein. Weil wir kein Bier mehr haben, machen wir jetzt die Champagnerflasche Wein auf. Ne? Also alles komplett. Sind hier. Hier ist der Herdog Jan Bieren. Grand Prestige. Da ist der König. Natürlich. Der hat einen Bierkrug in der Hand und eine Krone auf. Ja. Ihr habt dann nochmal Herdog Jan. Ne? Ihr habt dann nochmal Grand Prestige. Ja. Und hinten drauf ist nochmal Fit Lifte vor Bier. Also ich glaube, die sagen, sie leben fürs Bier. Ah, guck dir die goldene Schrift an. Das kommt mir das sieht sehr exzellent aus dem Königshaus kommt. Ja, irgendwie. Gold! Gold und das ganze Ding hat 10%. Sieht aber wie gesagt, das kommt, das scheint, als wenn es aus dem Königshaus kommt. Ja. Flexmann, wo hast du das wieder hergeholt? Hm? Weißt die Königsfamilie davon? Im holländischen Schloss, Weinkeller gefunden. Ja, eigentlich müsste man jetzt warten, bis wir gesund sind und uns nächstes Jahr treffen für das Bier. Solange, wir haben es zwar schon aufgemacht, aber wir lassen das hier stehen. Genau. Da gefriert es ja dann im Winter und im Sommer platzt es wieder auf. Da kann man Eis draus machen. Das Eis. Also. Peace out, Vorhaut. Ja. Euer Jan von Herzog, genau. Genau. Die Jenna jetzt, was? Ist denn ihr ernst? Gut, der Hannes so, das ist sehr gute Idee. Genau. Nicht so, ihr seid doch bekloppt, wir schenken das jetzt hier ein. Also gucken da mal rein. Das hat schon wieder deine Guinness-Farbe. Ja, meine Guinness-Farbe. Guinness! Ich liebe Guinness, ja. Guinness ist ein
I love Guinness. Oh, oh. Ich muss das mal zurückstellen, dass man das besser sieht, dass da überhaupt jemand sich irgendwas auch einschenkt. So. Hervorragend. Hervorragend. So, bitteschön. Farbe super, total auffällig, habe ich noch nie gesehen, außer vorhin, aber trotzdem total auffällig hier. Das ist sogar relativ klar, aber weil es so dunkel ist, sieht man trotzdem nicht viel, ja. Aber es ist nicht trüb, es ist glasklar, aber dunkel. Der Hummer ist ganz seiner Meinung, er ist begeistert von dem Bier. Ja. 10% Grand Prestige, nicht es wie bei Thomas, wie Grand wie heißt das GDA-Dings? Grand? Grand, Grand Prix? Weiß kein Mensch. Grand RP. Grand RP, jetzt neu Grand Prestige. Die neue GDA-Server für euch. Prost, riecht, Hannes. Es riecht definitiv. Oh, Hannes, jetzt weiß ich, wieso das Glas immer so komisch steht. Oh. Hier fehlt die Hälfte. Oh. Ich wundere mich, denke, warum ist das so rund? Das gute Simpsons-Glas hat das Polen-Bier-Tasting gestern wohl nicht überlebt. Nee. Oh. Also ja. Es geht noch, das sieht man wenigstens, dass es schon was mitgemacht hat. Oder weil wir immer anprosten unten an der Ecke und dann fällt alles raus. Ja. Vielleicht war es auch eigene Dummheit von uns, wir wissen es nicht. Vielleicht. Also vielleicht, ja. Das ist das Letzte. Aber es riecht wie Guinness. Es schmeckt wie Guinness. Hm. Ich liebe es. Das ist schon, das ist absolut mein Lieblingsbier jetzt. Das schmeckt also gut, ja? Ja. Ja, dann können wir das ganze Ding abkürzen und einfach sagen, das Grand Prestige hat nicht nur ein sehr edles, exzellentes Etikett, was richtig toll aussieht, edel angerichtet, goldene Schrift, hat nicht nur die meisten Prozent, sondern hat den Hannes auch geschmacklich total überzeugt. Ja. Mir ist nichts Negatives aufgefallen, gerade beim Trinken. Obwohl ich glaube, wenn ich die Flasche alleine getrunken hätte, hätte ich jetzt gekotzt. Aber so habe ich nur ein halbes Fläschchen getrunken. Jetzt kotzen wir halbe. Und außerdem ist das wahrscheinlich das alles andere, was davor kam, was einem jetzt so ein flaues Gefühl im Magen verleibt. Farbe sah auch wunderbar aus. Richtig tolle Farbe. Hat sogar, wie es hier steht, den World Beer Cup Gold Award irgendwas gekriegt von 2014. Aber zu Recht. Muss ich sagen, zu Recht. Und von 2018 noch ein bei Belgian Style Dark Strong Ale. Ja? Da wisst ihr Bescheid. Die Strange Aale, ne, hat's wieder mal gemacht. Dankeschön an Flexmann auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Für diesen kulturellen Beitrag, für einen Ausflug über die Grenze in die Niederlande, nach Holland. Und ja, mir ist schlecht. Hannes geht's auch gut. Mir geht's Jena gut, freut sich, dass ich das nicht probieren musste. Ja. Sie ist schon wieder total besoffen, sie geht ja gar nichts mehr. Deswegen würde ich sagen, was ist von meiner Seite aus, von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes und ciao. Ciao. Warte mal. Und eure Jena, guck. Genau. Ciao.